Das waren für Angela Merkel 16 arbeitsreiche und auch nicht leichte Jahre als Bundeskanzlerin unseres Landes. Und deswegen wünsche ich ihr jetzt, dass sie sich Zeit nehmen kann für die Dinge, die sie mag, die sie gerne machen möchte. Vielleicht die eine oder andere Reise mit privatem Hintergrund. Sicherlich jede Menge Konzerte und Opernbesuche. Vielleicht die eine oder andere Ausstellung und den einen oder anderen gemeinsamen Kochabend mit lieben Freunden.